Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euer Pump Aim wirklich verbessern könnt in Chapter 3, wie ihr es trainieren könnt, richtig gut darin werdet. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da und tragt gerne den Creator Code Forfeit im Fortnite Item Shop ein, würde mich ziemlich freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder joint meinem Discord Server. Link zu meinem Discord Server ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Reden wir aber nicht allzu lang um den heißen Brei herum und starten wir mit dem eigentlichen Video. Und zwar habe ich für euch heute eine Map dabei, die ist ziemlich unbekannt, aber meiner Meinung nach mit einer von den effektivsten, um euer Pump Aim zu trainieren. Die werde ich euch heute auf jeden Fall genauer vorstellen und zeigen und was ihr da genauer machen müsst, um euer Aim wirklich zu verbessern, also das Pump Aim. Und dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Map. Die erste Map ist die Xanax Chapter 3 Warm-Up Map. Und Xanax, der Code ist 972265550793. Es ist zwar eigentlich eine Warm-Up-Map, aber sie hat einen Teil, in dem ihr auch euer Aim wirklich gut verbessern könnt. Dann gehen wir mal rein und starten mit der Map. Der Vorteil auch bei dieser Map, ihr tut während ihr diese Map macht auch XP-Farm. Also das ist eignet sich auch gleichzeitig gut als XP-Farm. Wir haben allein fürs Einloggen jetzt 21.031 XP bekommen. Das ist krass viel und direkt Levelaufstieg. Ja, hier kann man einmal das Peace Control und das Aim trainieren. Das ist der interessante Teil, um Pump Aim zu trainieren. Weil beim Peace Control tut ihr gleichzeitig mit noch euer Pump Aim mit trainieren. Und dann gehen wir mal rein. Und dann zeige ich euch mal kurz das erste Level noch. Ihr könnt ihr dann einmal hier so aufeditieren, eine Cone placen und einfach einen Headshot geben. Ich habe es mal langsam gemacht, um es euch zu zeigen. Möglichst am besten Headshot, weil wenn der Body Hit zu niedrig ist, dann connectet es manchmal nicht. Also dann zählt es manchmal nicht. Dann gehen wir direkt auch mal wieder raus. Um wieder rauszugehen, nehmt ihr einfach das Gerät und drückt einmal hier drauf. Eigentlich ziemlich interessant. Rechts unten das lilane Gerät. Dann gibt es auch einen speziellen Aim-Part. Einmal Aim, Edit und Aim Parcours with Moving Targets oder Random Moving Targets. Ich zeige euch mal das erste. Das erste, ihr seht hier einen Kreis. Wenn hier ein Kreis ist, müsst ihr es einfach so aufeditieren und dann einmal die Orange treffen, beziehungsweise die orangene Zielscheibe, natürlich nicht Orange. Wenn hier so ein Bogen ist, editiert einfach hier oben und versucht das Teil einmal zu treffen. Hier müsst ihr dann einfach hier editieren, halt wie es dann beim Bogen angezeigt ist. Wenn so ein Strich ist, heißt es, dass ihr einmal längs editieren müsst. Und dann zeige ich euch jetzt noch gleich, wie es weitergeht. Also wir machen jetzt auf jeden Fall mal die Level kurz durch. Ihr solltet auch möglichst nicht verkacken. Hier, wo geht's weiter? Ah, das ist hier versteckt. Hier sehen wir zum Beispiel die Linie. Das heißt, wir editieren einfach so und dann treffen wir das einmal. Hier müsst ihr es so machen. Ihr solltet auch möglichst treffen. Wenn ihr mal nicht trifft, dann ist es nicht schlimm, weil das geht ziemlich schnell. Ihr könnt euch auch am Anfang ein bisschen Zeit lassen. Jetzt habe ich es zum Beispiel falsch gemacht. Ich habe aus Versehen hier unten editiert. Ihr solltet natürlich hier oben, wie der Strich angezeigt wird, das hier oben editieren. Einmal hochgehen und dann treffen. Hier gehen wir dann zum nächsten Level. Hier solltet ihr wieder so einen Strich editieren. Und dann zack. So, dann gehen wir mal wieder zurück mit dem Gerät. Ihr macht das halt die ganze Zeit einfach durch. Könnt auch die anderen Level dann machen und dann gehen wir zum anderen Aim. Jetzt gehen wir mal zum Random Moving Targets und dann treffen wir einfach das hier die ganze Zeit. Versucht es einfach zu treffen. Wenn ihr nicht trifft, dann auch nicht schlimm. Aber ihr solltet es möglichst treffen, weil manchmal es zuckt so, dass es halt sehr schwer ist zu treffen und manchmal fast unmöglich. Das ist aber im Endeffekt gut, damit ihr auch eure Reaktionszeit gleichzeitig trainiert. Und das ist dann halt noch effektiver als normale Aiming-Maps, um euer Pump-Aim zu verbessern. Es war jetzt gerade zum Beispiel nur verkackt von mir. Wir versucht es dann halt die ganze Zeit einfach zu treffen. Es ist auch schwerer, als es aussieht. Vor allem, weil dieses Ding so dynamisch ist. Bei den meisten Aiming-Maps müsst ihr auch einfach irgendwelche Bots anschießen und nicht diese Zielscheiben. Und das macht dann das Ganze nochmal deutlich effektiver so.
Ja, wenn ihr fertig seid, dann geht ihr nochmal einfach mit diesem Gerät raus und könnt ihr weitermachen. Jetzt, für die, die bis zum Ende dran geblieben sind, euch erzähle ich noch einen Trick. Und zwar, wenn ihr die ganze Zeit hier reingeht und dann wieder raus. Und dann zum Beispiel hier gehen wir nochmal in Edit rein. Und dann gehen wir wieder raus. Dann könnt ihr so AFK eine Art XP-Glitch machen und so richtig viel auch EP sammeln. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auf jeden Fall mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Tragt gerne Creator Code Forfeit im Fortnite Item Shop ein. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Wünsche, Anregungen, schreibt es mir in die Kommentare oder in meinem Discord-Server. Link zu meinem Discord ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Hier bei Creator unterstützen gehen wir auf jeden Fall Vorfahrt ein. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.